Grüß euch und willkommen hier bei mir wieder mal auf meinem Kanal. Und falls sich jetzt manche Leute fragen, nein, die Let's Plays sind jetzt nicht abgebrochen worden. Ich lade jetzt auch kommentierte Call of Duty Gameplays hoch. Das bietet erstens mir und euch ordentlich Abwechslung und was noch wichtiger ist, ich kann ein größeres Publikum damit erreichen. Das heißt, mehr Leute werden entertained. Das heißt, ich kann mehr Leuten Spaß machen. Spaß bringen, eigentlich. Aber naja, wurscht. Ja. Ich bin ein Kommentator, der nicht wie manche Leute 10 Versuche machen. Nee, ich nehme jetzt gleich den ersten. Also, ihr hört jetzt eigentlich den zweiten, aber das ist eher da, dass ich den ersten ein bisschen verbockt habe, Audioaufnahme gelöscht und so weiter. Ja, während im Hintergrund ich schon mein Spionageflugzeug habe, und ich bin ein Kommentator, der gern live und auch gern aufs Gameplay eingeht. Also der live kommentiert und aufs Gameplay eingeht. Dann beginnen wir jetzt auch gleich einmal. Also, das Kommando des Spetsnaz hat mich heute ausgebildet mit der Fähigkeit zum schnelleren Nachladen, aka Flinkheit. Sie haben mir die Abschussserienbelohnungen auf einem Kill hintereinander weniger versprochen, aka Hardline. Und ich habe die Ausbildung bei einem Ninja genossen. Man hat schon gemerkt, ich habe Ninja dabei. Ja, das ist, weil ich mit Kopfhörern zocke. Ja, als Waffe habe ich dabei die Famas. Dazu habe ich mir mitgenommen 180 Schuss. Und zwar in Magazinen, die ich, ja, wahrscheinlich nicht mitgenommen zu haben. Und zwar in Magazinen, die mal so eben aneinander gepappt sind, damit ich schneller nachladen kann. Ja, und hier gleich ein kleiner Tipp von mir, immer Blendgranaten werfen. Vor allem an die Leute mit Kopfhörern, wenn jemand von vorne hört, Blendgranate werfen, das kann euch schon den Arsch retten. Ja, hier habe ich schon mein zweites UAV. Ja, ich spiele übrigens die geschnittene Version. Ich habe World at War für die Xbox und Modern Warfare 2 in der ungeschnittenen Version, aber einfach weil es dann sehr unmögliche Sachen gibt, die geschnitten werden, also die wirklich arg geschnitten werden, jetzt so auf Splitter-Animationen lege ich jetzt keinen Wert, aber das möchte ich halt mir nicht nehmen lassen. Hier habe ich auf einmal irgendwie 1000 Punkte gekriegt, habe mich gefragt, warum, aber hier sind wir schon, ich habe ein Trophäe oder sowas. Und ich wurde befördert. Ja, es geht gut los im ersten Commentary. Ah ja, was ich noch vergessen habe. Das Commander hat mir weiters eine kleine Kamera mitgegeben zum Aufstellen und die das Radar ersetzt. Dies werde ich, glaube ich, nicht einmal auspacken. Und jetzt überlege ich mir, wohin mit den Vorräten. Ich bin 2 Kills vom Helikopter und den bekomme ich jetzt sicher nicht mehr. Ja, hier habe ich mir noch schön die Killcam angeguckt. Ja, und hier schmeiße ich jetzt einfach mal mein Vorratspaket hin, weil ich denke mal, ach, das ist doch zum Teufel mit diesem Vorratspaket. Vielleicht lockt es den einen oder anderen Gegner an. Und ich brauche Hardliner Pro. Deswegen schaut euch mal die folgende Szene an. Verbündete Vorräte sind unterwegs. Verbündete Vorräte sind unterwegs. Versuch diesen zwei Deppen weiß zu machen, sie sollen mir endlich das Vorratspaket abnehmen. Weil so ein Sam Turret, naja, ein Assist, nicht mal Kill hat, mir eingebracht. So, und damit, ich höre Counter UAV, oder. Nee, UAV vom Feind in der Luft. Also, aufgestellt das Geschütz. Und, naja, ich glaube, es schießt nicht, aber ich weiß nicht, ob es Drohnen abschießen kann. Also, wenn das jemand sieht, der Ahnung von Black Ops hat, nicht so wie ich, sagt mir doch mal, ob dieses Sam Turret oder von Luftgeschütz auf Deutsch, UAVs und Counter-UAVs abschießen kann. Und jetzt passiert etwas, wovor sich je, oder jetzt passiert noch nicht gleich, wovor sich jeder fürchtet, und zwar, Kills bekommt er natürlich nicht, und zwar, weißer Bildschirm. Ich werf noch eine Handgranate und zack. Wartet mal jetzt kurz. Wo kommt der Typ her? Ist der runtergesprungen? Ich glaube es nicht. Vielleicht ist er da einfach gespawnt. Naja, beim verkackten Spawn-System von den neueren Call of Duty-Teilen. Nicht besonders verwunderlich. Ja, also es wird in Kürze, also in Kürze werden
Commentary-Folgen über MW2, ja, hier AK-Fernsehturmmeister, leider nicht. Modern Warfare 2, beste KD, das ist übrigens auch meine beste KD, und das Spiel ist ja schon zu Ende, wie ich gerade gemerkt habe. Ich schaffe am Ende noch ein, boah, weiß nicht, schau mal, ein 13 zu 3, eine 4-3-3 KD, das ist meine beste in Black Ops. In MW2 lade ich die als übernächstes Video hoch, weil vermutlich wird am Dienstag ein Live-Commentary kommen, und ich sag tschüss und ciao.